Guten Morgen, liebe Radfreunde. Der zweite Fahrtag hat begonnen. Ich bin jetzt ein paar Kilometer vom Campingplatz bis Weilburg gefahren und bin an einer interessanten Stelle. Jetzt, die zeige ich euch erstmal. Eine Schleusenanlage, die durch den Berg in einem Tunnel geht. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, nur hier einmal. Das habe ich schon eher mal gesehen. Das finde ich aber recht interessant. Nur morgens um 7:45 ist noch keiner da, der da durch will. Weil entweder schlafen die noch oder die packen gerade ihre Sachen. Ja, von Weilburg werde ich jetzt weiterfahren. In dieser Richtung, Richtung Dillenburg, das müssten dann ungefähr 100 Kilometer werden. Aber schauen wir mal, wie weit ich komme. Jedenfalls von der Campingplatzauswahl her muss das so sein, dass ich also 100 Kilometer heute fahre. Auch egal, gestern waren es 85, jetzt eben 100. Ich hatte ja morgens und abends durchaus noch Zeitreserve. Mit Pausen dazwischen würde da das gar nicht auffallen. Also fahren wir erstmal wieder los, bis wir wieder in der Natur sind, wo die ganzen Krachmacher auf der Straße nicht mehr im Bild erscheinen. Und da oben ist das Schloss von Weilburg. Über diese Brücke kommt man in die Altstadt, wenn man denn dann will. Aber ich habe heute 100 Kilometer vor mir. Da will ich mal nicht großzügig sein. Ein schönes Wehr hier. Ja, liebe Freunde, bevor ich jetzt weiterfahre, nochmal ein schöner Eindruck in Gesamtheit vom Schloss und den anliegenden Gebäuden von dem schönen Wasserfall, hätte ich jetzt bald gesagt. Weilburg ist eine wirklich sehr schöne Stadt. Es hätte sich gelohnt, da mal reinzugehen, aber dazu habe ich jetzt heute zu viel Kilometer zu machen. Deshalb fahre ich mal weiter, da ich ja Weilburg auch schon zweimal besucht hatte. Fahren wir mal weiter, bis wir wieder in der Natur sind und es da bestimmt schöne Sachen gibt. Jetzt bin ich aus Weilburg raus und sehe da, was kommt mir als erstes über den Weg. Die Wasserfabrik Selters, sehr bekannter Name, der schon seit einigen Jahrzehnten existiert und mir bekannt ist. Und in dieser Richtung geht es weiter. Ich denke, gleich komme ich wieder an die Lahn zurück. Ja, jetzt bin ich wieder in Feld, Wald und Wiese gelandet. Über den Fluss bin ich wieder rüber, aber direkt daneben ging es nicht weiter, sondern durch die Felder. Der Fluss liegt jetzt links von mir, aber weit genug weg, sodass man ihn nicht sehen kann. Mal sehen, wann es wieder am Fluss lang geht. Hier ist jetzt viel Felder, die bestellt werden. Hier das Korn wächst schon und die Wiesen sind schon das erste Mal gemäht worden. Um es schön zu machen für Radfahrer, ist der Wind heute Morgen wieder heftig und zwar von vorne.
Aber wen stört das? Uns nicht. Ich bin jetzt gerade an dem Campingplatz Scholeck vorbeigekommen. Betrieb wie beim letzten in Weilburg auch, alles voll. Also es scheint im Augenblick so eine richtige Saison für Camper zu sein. Mit Autos, mit Wohnwagen, mit Zelten, dann die Indianerzelte wieder, eine Gruppe, also war richtig was los. Aber sie hatten den besonderen Vorteil, ich konnte da mal Wasser tanken. Ich hatte nämlich heute Morgen vergessen, meine Flaschen voll zu machen und bekam allmählich schon ein bisschen richtig Durst. Ja, was ich auch noch sagen wollte ist, der letzte Campingplatz vor Weilburg, das waren inklusive Strom 16,20 Euro. Da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Und die Stromkosten waren 1 Euro pauschal für, glaube 1,5 Kilowattstunden. Davon habe ich 2 Bosch-Batterien voll gemacht, 3 GoPro-Batterien wieder geladen und mein Handy auch noch. Also kann man nicht meckern. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ja, aus Weilburg bin ich gekommen, 19 Kilometer plus die 4,5, die ich vor Weilburg schon hatte. Und jetzt geht's auf Wetzlar zu, Burg Solms. Das ist wahrscheinlich da, wo von und zu Solms Familie wohnt. Ja, den Lahnradweg haben sie gezeigt. Sogar meine Oranier-Route ist genannt. Na, also Leute, wir werden noch sehr bekannt. Nein, ich habe den Eindruck, die Oranier-Route ist schon vor einigen Jahren konzipiert worden. Denn die ein oder andere Stelle stimmt nicht mehr, weil neue Straßen und Wege kreuze mit Bundesstraße und Kreisstraße gebaut wurden und deshalb das nicht mehr ganz stimmte. Gut, 5 Minuten oder 10 Minuten sucht man dann und wie mir das dann ja bei der Firma Selters passiert ist. Aber dann hat man es wieder und dann geht es weiter im alten Stil. Und bei dem schönen Wetter, was wir jetzt heute haben, also nicht besonders stark, aber es ist warm genug, dass man wieder das dünne Jäckchen anziehen konnte. Und hin und wieder ist der Wind auch mal freundlich und hört auf zu blasen. Aber das alles stört nicht, die Hauptsache es regnet nicht und wir können fahren. Und so fahren wir jetzt weiter Richtung Wetzlar. Und da geht's lang. 6 Kilometer bis Wetzlar und die Herrschaften sind auf Paddeltour. Ja, Gott sei Dank bin ich jetzt mal wieder von der Bundesstraße weggekommen am Fluss lang. Das ist alles viel schöner, aber man kann es leider nicht aussuchen, dass die manchmal sehr witzig die Fahrradwege langlegen. Ja, jetzt bin ich mal direkt an den Fluss runtergegangen. Muss ja auch mal sein. Also wie ich das so sehe, ist der Fluss ganz schön gefüllt. Nicht so viel wie die Ruhr, aber immerhin bis zum normalen Rand. Und hier in der Gegend kommt auch die Dill rein. Deshalb heißt ja die Gegend Kfz-mäßig auch Lahn-Dill-Kreis. Aber jetzt fahren wir mal weiter. Mal sehen, vielleicht kriegen wir irgendwo
ein leckeres Mittagessen, 11.30 Uhr, man kommt dem Mittagessen ja schon nahe. Schauen wir mal. Aber dieser schöne Blick, den musste ich euch unbedingt mal zeigen. Hier bei Aslach, das ist die Dill oder der Dill, das weiß ich jetzt nicht, aber ein Nebenfluss, der Lahn dann auch einiges an Wasser bringt. Das ist jetzt Herborn innen drin und da hinten ein alter Bahnhof, der noch sehr hübsch vermutlich aus der Jugendstilzeit stammt. Aber ich muss jetzt hier links weiterfahren, um nach Dillenburg zu kommen. Ansonsten habe ich nichts gesehen, was wirklich sehenswert ist. Hier scheint nur kleine Industrie vorhanden zu sein, aber keine nennenswerten historischen Gebäude. Doch noch was gefunden. War mal wieder zu voreilig. Wenigstens die Innenstadt scheint sehr interessant zu sein. Ja, man kann sich ja auch mal vertun. Bin ich aus Herborn raus, auch aus dem Vorort Burg. Und ja, mit den Fahrradwegen hat man es hier bei dieser Tour scheinbar an dem zweiten Tag nicht so sehr. Das ist eine normale Straße, wo aber wenig gefahren wird. Aber alle Radfahrer langfahren müssen. Naja, beim Fußball sind wahrscheinlich auch einige verloren, die dann wild mit ihrem Mountainbike dahin rasen oder mit den vielen Autos, die hier stehen. Ja, das Wetter ist nach wie vor okay. Wenig Bewölkung, ziemlich flach, da wo Diesigkeit vorhanden ist, aber ansonsten Wärme in ausreichender Form, also so 2021 ist es mindestens. Ich müsste mal nachgucken. Und ansonsten ist auf jeden Fall der Wind von vorne geblieben. Aber da er immer wieder mal abnimmt, sind wir zufrieden damit. Jetzt bin ich in Dillenburg und hier scheinen die Oranier auch zu Hause gewesen zu sein. Ein altes Reithaus von ihnen ist erhalten und dahinter werden auch noch einige Renovierungen vorgenommen. Ist schon interessant. Wilhelm von Oranien habe ich ja eben kennengelernt an der Schule. Also hier kann man jetzt sehen, Dillenburg ist eine Oranierstadt und 1489 sind die schon hier gewesen und haben hier ihren Stammsitz gehabt. Ja, und wie die da nach Holland gekommen sind, das würde mich mal interessieren, aber irgendwas ist in 1533 passiert, nur da ist ein Busch davor. Ich werde das mal nachlesen und dann nachpflegen. Jetzt geradeaus auf Hauptstraße, danach rechts ab.
Jetzt bin ich aus Dillenburg raus und es ist wieder ein bisschen was, schöne Natur, die einen umgibt. Das ist, wenn man durch Industriegebiete kommt, überhaupt nicht fröhlich. Aber das merkt man erst, wenn man auf einer Radtour ist. Sonst sieht man das nicht oder interessiert einen das nicht. Aber jetzt hier ist es ganz schön. Ja, und sollte ich es erwähnt haben, ich wollte eigentlich hier in Dillenburg mein Zelt aufschlagen, aber jetzt ist es 15.13 Uhr. Ich habe noch Saft in der zweiten Batterie. Dann kann ich ja noch ein bisschen mehr fahren, denn 70 Kilometer ist ja dann fast schon ein bisschen zu wenig. Dann versuche ich mal noch ein Stück zu fahren. Und wenn ich das Pech habe, dass kein Campingplatz mehr in der Nähe ist, wo ich gerade bin, dann gehe ich dann halt einfach mal in eine Pension oder ein Hotel. Kann ich auch nicht ändern. Aber irgendwie habe ich noch keine Lust, jetzt schon auf den Campingplatz zu gehen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Hier ist eine sehr schöne Strecke mit vielen kleinen Hütten und Gärten. Und da hinten eine dicke, vierspurige Autobahnstraße, die ich eben unterfahren habe. Und wenn dann sowas kommt, freut man sich gleich wieder. Hier ist man auf einem schönen Radweg. Zwar nicht mehr auf den Radwegen von der Dill und von der Lahn. Aber jetzt geht's Richtung Siegen quasi. Und von dort aus dann durch die Berge Richtung Allendorf-Eder. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Bin ich echt mal gespannt. Hier links ist ein kleiner Bach. In diesem kleinen Tal hier ist es wunderschön. Schlagartig hört Industrie und Handel auf und man kann mal wieder etwas in der Natur fahren. Aber ich fürchte, dass ich ein Problem mit Campingplatz kriege. Aber schauen wir mal. Noch habe ich ja Saft auf der zweiten Batterie und meine Beine machen auch noch gut mit. Schauen wir mal, was ich draus machen kann. Ja, liebe Radfreunde, und nun ist der zweite Tag auch vorbei und ich bin in einem kleinen Ort namens Steinau gelandet. Das heißt, der Ort liegt jenseits des Waldes und ich bin hier aus dem Wald raus gekommen auf meiner Strecke Richtung Siegen und habe dann plötzlich meine Chance gesehen, hier beim Angelverein Steinau zu landen. Ja, warum? Weil ich nicht gewillt war, in Dillenburg schon um 2:30 die Segel zu streichen. Ich wollte noch weiterfahren und dann fiel mir aber später erst ein, ich muss ja auch irgendwo einen Campingplatz finden, den ich ja in meiner Planung zu Hause noch gar nicht gefunden hatte. Und wen immer ich fragte, der wusste keinen bis Siegen. Und da wurde die Sache dann etwas spannend. Entweder Hotel oder Pension. Oder dann kam mir plötzlich die Idee, als ich durch die Lichtung des Waldes sah, hier diese Anlage, dann bin ich da mal hingefahren und habe mal gefragt. Ja, und nun bin ich hier gelandet und alle sind sehr, sehr nett zu mir gewesen
und ich durfte hier übernachten, ich durfte hier meine Batterien laden und ich habe dann eine ordentliche Spende in die Anglervereinskasse gemacht und alles gut und morgen früh fahre ich dann mit gut geladenen Batterien weiter Richtung Siegen und dann werde ich jetzt gleich mal sehen, wie denn bei dieser geänderten Routenplanung von mir der morgige Tag streckenmäßig aussieht, beziehungsweise wie weit muss ich fahren, um einen Campingplatz zu finden. Aber das ist alles die Zukunft von morgen. Heute, der Tag war, sag mal, gemischt, wettermäßig, einwandfrei, allerdings schwül heiß. Naja, da kann man aber sich gegen wappnen. Man fährt ja auf dem Fahrrad, hat immer dann frische Luft um die Nase. Dann wird eben ein bisschen was ausgezogen, ein Jäckchen oder eine Windweste oder sowas. Und dann funktioniert das schon. Aber zur Strecke selber, der Anfangsteil des Dillradweges, auf den ich ja dann abgebogen bin, war in Ordnung. Aber Herborn und Haiger und sowas, da ist mir einfach zu viel Industrie und große Baumärkte und sowas. Da habe ich versucht, schnell weiterzufahren. Dillenburg war dann wieder etwas interessanter und nach Dillenburg bin ich ja in diesen Wald hier reingekommen, was eine wunderschöne Teilstrecke war. Ja, und nun bin ich jetzt hier am Angelverein Steinau gelandet und damit ist der Tag in Teilstrecken sehr schön gewesen. In Teilstrecken konnte man nicht viel berichten. Ihr werdet sehen, wenn ihr den Film seht und damit wäre es dann für heute alles. Ich habe mir schon mein Süppchen gekocht, also gesättigt bin ich, zu trinken habe ich auch. Ist alles bestens und morgen gibt es wieder eine neue Chance mit Chance und Risiko. Also dann bis morgen, macht's gut, tschüss.